Grüße. Ich leg gleich los. Also, ich bin gut drauf. Ne? Hier wird nicht Zeit mit irgendwelchen Begrüßungen verschwendet. Ich bin richtig gut drauf. Erstens, Topwetter draußen. Es ist warm, aber angenehm. Zweitens, im Gegensatz zur letzten Woche habe ich auch mal eine kurze Hose an und auch nur kurze Hosen mit. Also bin ich auch fürs Wetter entsprechend ausgerüstet. Es dürfte ja diesmal angenehmer werden. Dann musste ich heute erst spät aufstehen. Ich habe 10 Kunden über 2 Tage, also Montag und Dienstag, mit Laminatboden und USB. Und der erste Kunde, bei dem ich eben schon war in Hallstatt, der fängt erst 9 Uhr an. Und das bedeutet für mich, ich musste erst so gegen 6 Uhr in Krimmelschau losfahren, dementsprechend auch nur spät aufstehen. Wunderbar, also spät für den Montag. So, und dann eben beim ersten Kunden, das lief wunderbar. Der LKW, der vor mir war, ich bin gerade zum Anmelden gegangen, ist der weggefahren, konnte ich sofort rückwärts anschieben. Und dann 2 Paletten runtergenommen, ging rucki zucki. Ey, so will man das haben. Da kann man sich einfach nicht beklagen, das ist wunderbar. So, und jetzt geht's weiter. So, der nächste ist, ich glaube, Ebermannstadt. Kann das sein? Also, Ebermannstadt kommt auf jeden Fall in der Tour drin vor. Das weiß ich. Ob es der nächste ist, ich glaube, ich habe es im Navi eingegeben. Ich weiß auch, die Strecke passt soweit, das stimmt, weil ich da schon mal war. Den Kunden kenne ich also. Ich hoffe mal, dass es da auch schnell geht. Der bekommt auch nur wenig. Eine Palette Laminatboden, war es, glaube ich, und eine Palette mit Sockelleisten. Dann müsste das schon mal gewesen sein. Und danach, Kunde Nummer 3 ist dann Nürnberg und das ist auch so der Klassiker auf dieser Tour hier. Den habe ich eigentlich immer mit dabei. Der ist auch richtig schön eng, also da ist es eng reinzufahren, hinten eng rumzufahren, wo man ablädt und eng rauszufahren. Und gerade mit dem Stapel, den man hinten dran hat, muss man immer ein bisschen aufpassen. Ist wirklich so. Ja, wie es dann weitergeht, weiß ich noch gar nicht genau, habe ich mir nicht angeschaut. Da muss ich mich dann überraschen lassen. Ich bin auf dem Weg zum 4. Kunden und wie man sieht, das Wetter scheint jetzt zu drehen. Endgültig ist es ein bisschen sehr dunkel. Und auch vor uns beim 3. Kunden in Nürnberg hat es schon angefangen mit Regnen. Deswegen neben mir auf dem Sitz, da trocknet schon die Regenjacke von vor uns. Die werde ich dann wirklich nochmal anziehen und gebrauchen. Ansonsten läuft es bisher soweit ganz gut. Wie gesagt, 4. Kunde. Nachdem hoffe ich mal, dass ich noch 2 weitere schaffe und dann wäre ich mit dem heutigen Tag zufrieden. Ich bin komplett durch, ey. Außer da, wo die, ja genau, da, wo die Regenjacke ist, ist trocken, aber alles untenrum, alles feucht. Oh, nee. Das Schöne ist auch bei dem Stapler, der hat ja ein Dach. Und das Dach hört genau da auf, wo die Knie bzw. die Beine, wenn ich so sitze, hört das genau hier auf und mir regnet alles hier drauf. Ist auch richtig gut gemacht. Also das bringt im Grunde nichts aus, dass halt euer Kopf ein bisschen trocken bleibt. Also ich muss mal gucken, dass ich irgendwie das Handtuch drüber lege, damit ich den Sitz nicht komplett feucht mache. So, und das hier sind die Papiere, komplett zermatscht und weich und ich habe die zwar reingesteckt, aber ein bisschen versucht abzudecken, aber das ist komplett im Arsch hier. Muss ich mal gucken, dass ich nicht noch mehr falte hier, mehr knicke. Da bist du wieder bedient. Das fing so gut an.
Und jetzt sowas. Vor allem von einmal wohlgemerkt. Es war einmal intensiver Regen und das war schon genug. So, wo geht's denn jetzt hin? Warte mal, das ist abgehakt. Jetzt geht's nach Heidenheim. Zum Baumarkt, genau. Hoffentlich ist es da trocken. So viel zum Thema, hoffentlich wird's weniger. Und jetzt geht's runter von der Autobahn. Ja, und dann rückt der Feierabend doch in greifbare Nähe. Ich glaube auch einer der besten Sätze, die man so sagen kann. Noch ungefähr eine halbe Stunde Fahrt, dann dürfte ich an dem Platz sein, von dem ich hoffe, dass er frei ist und dass ich da die Nacht verbringen kann. Und dann geht es morgen hier mit dieser Tour ja offiziell dann los. 10 Kunden, Stapler-Tour. Angefangen in Obernburg, ist eine Baustelle. Als ich vor uns in Oettingen umgesattelt habe, also der Auflieger war schon vorgeladen, habe ich die dann danach direkt angerufen, Bescheid gesagt, dass ich dann ja so gegen 8 Uhr morgen da bin. Und dann erstreckt sich die Tour über Wiesbaden und Mainz bis nach Langenlonsheim. Keine Ahnung, wo das liegt. Also das ist hier ja relativ unbekanntes Terrain, mehr oder weniger Neuland. Ich bin sehr selten hier in der Ecke. Und deswegen, ich bilde mir ein, dass ich nur einen Kunden kenne, beziehungsweise dass ich dort schon abgeladen habe. Ja, der ist in Alzey. Ansonsten sagt mir das alles überhaupt nichts. Aber ist mal nicht schlecht. Ich bin selten hier und deswegen mal woanders hinfahren. Ich habe da nichts dagegen. Ansonsten hoffe ich dann, dass die 10 Kunden hier bei der Tour genauso gut laufen wie die 10 Kunden bei der letzten Swiss Chrono Tour, die ich gestern und heute hatte. Gestern habe ich dann noch 6 Kunden geschafft. Mit dem Tag war ich sehr zufrieden. Und heute konnte ich dann spät anfangen. Also ich bin so glaube ich gegen 8 Uhr losgefahren. Einfach weil der erste Kunde, den ich heute hatte, der hat erst 9 Uhr aufgemacht. Ja, und dann habe ich innerhalb von, ich glaube, 3-4 Stunden, so grob, ja, alle restlichen 4 Kunden abgeladen. Also das lief wirklich wunderbar. Überall, wo ich hingekommen bin, war ich der Einzige, der Erste, bin sofort rangekommen. Das ging rucki zucki. Da kann man sich nicht beschweren. Und deswegen, wenn die Tour genauso wird, ey, dann bin ich absolut zufrieden. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein Stück weiter fahren, aber dann habe ich hier den Platz gefunden. Ist so richtig als Parkplatz ausgewiesen, da vorne steht das Schild. Und jetzt stehe ich ungefähr eine halbe Stunde vom Kunden entfernt. Ja, da muss man eigentlich nicht nachdenken. Da habe ich lieber gleich zugeschlagen bei dem Platzangebot. So eine Abladestelle mit so viel Platz, die wünscht man sich. Also das ist wirklich verdammt selten, aber ist hier auch ein Glücksfall, weil hier natürlich der Sportplatz daneben ist und ich hier gerade auf dem Parkplatz vom Sportplatz stehen konnte. Aber das ist wirklich, das ist klasse. Allerdings gehe ich mal davon aus, der nächste Kunde jetzt in Dietzenbach, das wird das genaue Gegenteil werden. Warten ist angesagt, unnötigerweise. Normalerweise wäre ich jetzt schon weiter. Ich wäre jetzt schon fertig.
Aber ich warte auf den Rückruf von unserem, sagen wir, Yeltwin-Experten. Wir haben da einen speziellen Disponenten, der kümmert sich um die Touren, falls da irgendwas nicht hinhauen sollte. Und der klärt das, denke ich mal, gerade ab, was nun passiert. Weil ich habe vorhin dreimal angerufen, ging dreimal keiner ran. Bin hier auf der Baustelle erschienen, die ist da hinten drin, also steht jetzt etwas weiter außerhalb. Also hier ist schon Wohngebiet, aber da drin ist halt noch mehr verschachteltes Wohngebiet. Komme ich mit dem LKW nicht rein, deswegen stehe ich hier. So, und da sind nur ein paar Bauarbeiter da, die wissen natürlich von nichts. Die wissen bloß, für welche Gebäude meine Türen sind. Aber ansonsten haben die damit überhaupt nichts zu tun, weil die nicht einbauen. Und derjenige, den ich versucht habe anzurufen, tja, der ist nicht da. So, dann fragte vor uns der Disponent, ja, wie sieht's denn aus? Gibt es da irgendwie einen Bauleiter oder so? Erreichst du da jemanden? Ich sage, glücklicherweise ist der gerade im Urlaub. Hat mir der Polier gesagt. Und da meint er bloß, Volltreffer. Ja. Das ist wirklich, das sind so die Entladestellen, die einfach scheiße sind. Das könnte so gut funktionieren, aber wenn die andere Seite nicht will, kann ich nichts ändern. So, und deswegen warte ich jetzt drauf, was er mir sagt, was ich machen soll, ob ich die abstellen soll, ob ich die wieder mitnehme. Ja, das wird sich gleich zeigen. Von allen, also eigentlich, wer weiß, was noch kommt, ist soweit geschafft. Letztlich wurde dann doch noch jemand erreicht, allerdings nicht unter der Nummer, die mir angegeben wurde. Und mehr als eine Nummer hatte ich halt nicht zur Verfügung. Dafür haben wir ja eben unseren, sag ich mal, Spezialdisponenten, ne? Dass der sich um sowas kümmert. Und die Kunden kamen dann eben noch an. Und genau aus diesem Grund telefoniert man mit Baustellen. Weil der dann zu mir meinte, da wo ich stehe, ist aber nicht die normale Baustellenzufahrt, sondern die wäre von einer anderen Straße aus. Kann ich ja nicht wissen.
hat er nicht böse gemeint. Ich habe dann trotzdem dort abgeladen, wo ich stand. Aber ne, das sind halt so Sachen, wenn ich es vorher gewusst hätte. So. Aber er hat mir jetzt sogar noch 5 Euro Trinkgeld gegeben. Also das wollte ich an der Stelle nochmal noch erwähnen. Also ne. Macht natürlich nicht die Zeit, die ich verloren habe, aber an sich eine nette Geste. Der Typ war an sich nett. Ich weiß nicht, woran es gehapert hat. Es hat geklappt, es ist runter und komm, weiter geht's. Nach dem, sagen wir mal, kleinen Fiasko an der Baustelle, wo das nicht so lief, wie man sich das eigentlich wünscht, dachte ich ja, das wäre so irgendwie der Tiefpunkt des Tages, ne? Ab da wird es besser. Nein, das war eher der Anfang vom Ende. Ich sage auch zu dem heutigen Tag nicht viel, sonst rutscht mir noch irgendwas raus, was ich bereuen werde. Letztlich habe ich die 8 Kunden runterhauen können, die ich ohnehin vorhatte. Nur ganz kurz dazu, die letzten 4 waren einmal Wiesbaden und 3-mal Mainz. Das wären 4 Kunden gewesen, die hätte man in so ungefähr 2 Stunden erledigen können. So ist es natürlich nicht geworden. Dementsprechend bin ich auch bedient. Das einzige Highlight heute war noch, das fand ich relativ witzig, jetzt beim letzten Kunden, den hatte ich noch angerufen, einfach um nachzufragen, ob der noch da ist. Und seine Reaktion war bloß, naja, wenn ich nicht da wäre, würde ich nicht ans Telefon gehen. Und dann hat er gelacht und so eine Lache habe ich noch nie gehört. Das war so ähnlich wie... Alter Falter, ey. Da hat es mich am Telefon echt zerschossen. Das war dann doch nochmal ganz amüsant. So, und jetzt werde ich noch bis nach Alzey fahren. Dort geht es dann morgen mit dem 9. Kunden weiter. Und danach steht noch der in Langenlohnsheim an. Und dann sind hoffentlich die letzten 3 Paletten morgen früh schnell entladen. Das wäre zumindest zu wünschen. Und dann weiß ich auch schon, wie es weitergeht. Aber auch nur deshalb, weil mich mein Disponent vor uns mal angerufen hatte. Und er hat halt auch schon gesehen, dass es nicht ganz so top läuft. Und auch er hatte halt von vornherein schon geplant, dass ich so 8 Kunden runterbekomme. Eben weil er schon wusste, wie es dann weitergehen soll. Und zwar morgen lade ich dann in Lambertheim bei Knauf und fahre dann nach Lauterhofen zu Knauf. Mittlerweile ist es Freitag früh, 8.25 Uhr. Und den ersten Kunden habe ich tatsächlich schon abgeladen. Ich habe jetzt nämlich auf den Freitag nochmal eine kleine Nahverkehrsrunde in Bayern bekommen. Erste Stelle Nürnberg ist wie gesagt schon runter, habe ich eben erledigt. Dann kommt noch Burg Lengenfeld und dann nochmal Regensburg. Ist aber an sich nicht viel Ware, also ungefähr ein Drittel vom Auflieger war bis eben noch beladen. Ja, und den hat gestern noch die Nachtschicht beladen. Schorsch hatte den Auflieger bloß an der Rampe gestellt. Die haben den, wie gesagt, beladen und ich habe dann heute früh nach dem Aufstehen habe ich noch die Ware gegurtet und habe aufgesattelt und bin dann los. So, dass ich möglichst früh beim ersten Kunden stehen kann. Hoffentlich vor allen anderen, was geklappt hat. So. Also der Tag fängt schon mal gut an. So, jetzt komme ich zum Donnerstag. Ich habe gestern nicht gefilmt, weil für den Tag dasselbe Motto letztendlich galt wie auch für den Mittwoch. Lieber nichts sagen, ne, lieber nicht ausrasten, sonst rutscht einem noch irgendwas raus, was man bereut. Also auch der Donnerstag fing sehr, sehr stark an und ließ dann sehr, sehr stark nach. Ich hatte ja gestern noch 2 Kunden drauf, ne, die restlichen dann noch von dieser Türentour. Und die gingen innerhalb von einer Stunde, hatte ich 2 Kunden runter. Ja, das ging rucki zucki. Dann bin ich noch zum Laden gefahren, nach Lambertheim. Innerhalb von einer halben Stunde war ich geladen, also ich bin angekommen. Da waren zwei vor mir, die waren aber dann gerade fertig, sind rausgefahren, da konnte ich nachrücken. Und der Staplerfahrer hat die draufgeknallt, die Paletten, das ging flott. Papiere geholt und weiter ging's. So, ja, was kam mir dann dazwischen? Die A6. Ja, diese elende Piste. Viele Verzögerungen, viele Staus, viele lange Staus.
viele Idioten unterwegs. Also das war gestern wieder mal ein Schauspiel sondersgleichen. Also so hirnrissige Aktionen habe ich schon lange nicht mehr erlebt, aber gut. Und deswegen habe ich da gestern noch nichts weiter zugemacht oder irgendwas zugesagt. Eigentlich hätte das gestern alles wunderbar, ganz bequem und entspannt funktioniert. Aber aufgrund dessen, dass diese verdammte Autobahn mit dazwischen kam, ja, habe ich dann mit Ach und Krach es noch bis 17 Uhr nach Lauterhofen geschafft. Zwischenzeitlich sah es sogar so schlimm aus, dass mein Disponent das mit denen vereinbart hat, dass ich noch bis 18 Uhr anliefern kann. Oder eben, dass ich dann den nächsten Morgen am Freitag, also theoretisch heute, dann ab 6 Uhr abladen kann. Ja, aber wie gesagt, ich habe es dann bis 17 Uhr noch geschafft. Und der Stammlerfahrer, Alter, der ging ab wie Schmitz Katze. Unglaublich. Ich habe oben drauf geschaut, 17 Minuten abgeladen. Und 17 Minuten nicht Plan auf und dann fängt er an, sondern wirklich den Moment, wo ich mit dem LKW stehen geblieben bin, in der Spur, oben drauf gedrückt habe und dann habe ich Plan aufgemacht, entgurtet und dann hat er die Paletten runtergeknallt. Richtig geil. Und dann habe ich zugemacht und das waren 17 Minuten und bin losgefahren. Also es geht. Ein kompletter Sattelzug mit Sackware. Innerhalb von 17 Minuten, alles in allem mit Papieren. Es ist möglich. Ich meine, war jetzt nicht das erste Mal, dass es so schnell ging, aber ne, wenn die Leute wollen und das richtige Equipment haben, dann geht sowas. Ja, das ist dann immer der Moment, wenn man halt bei anderen Firmen ist, wo es nicht so klappt und man sich denkt, warum dümpelt ihr hier so rum? Naja. Dann bin ich gestern noch leer nach Erlangen gefahren und das war es dann soweit mit dem Donnerstag. Perfekt.
falls es im Hintergrund irgendwie brummen sollte, liegt daran, die Klimaanlage ist an und die muss ordentlich Leistung bringen. Draußen ist es nämlich richtig warm. So, zuerst zur guten Nachricht. Ich konnte eben noch laden. Der weiße Scania, den man gerade gesehen hat, das ist der LKW vom Schorsch, also hier vom Vorlader. Der war, als ich angekommen bin, schon an der Rampe rangefahren. Glücklicherweise hatten sie da gerade meine Tour vorbereitet, deswegen konnte ich noch laden. Wir haben dann eben noch umgesattelt, habe noch gegurtet und deswegen bin ich für nächste Woche vorbereitet. Da muss ich nichts mehr machen, ich kann nächste Woche einfach losfahren. Das ist schon mal gut. Die schlechte Nachricht ist, ich muss noch auf einen Kollegen warten, noch ungefähr 2 Stunden. Der hatte auch heute so eine Lokalrunde Bayern, allerdings ist es bei ihm wohl sehr beschissen gelaufen. Deswegen hängt er weit in dem Zeitplan zurück. Kommt eben manchmal vor. Ist ärgerlich, aber ja. Steckst du nicht drin, ist so. Ja, und wir fahren nämlich gemeinsam dann nach Krimmitschau noch mit dem Citan, also mit dem Transporter, und werden auch nächste Woche wieder gemeinsam hier runterfahren, weil auch sein LKW bleibt dann hier stehen. Ja, und dann werde ich jetzt in der verbleibenden Zeit noch aufräumen, Papiere schreiben, Sachen packen und denke mal noch irgendwas essen. Und ja, dann habe ich es jetzt schon ziemlich lange aufgeschoben. Dann kann ich heute mal noch das Staffelfinale von The Mentalist gucken, Staffel 3. Das geht ja so ungefähr 1,5 Stunden, ist so eine längere Spezialfolge. Das dürfte ich dann jetzt noch ganz bequem schaffen. Ja, und wenn er dann ungefähr um 5 Uhr rum hier auftaucht, dann werden wir noch mindestens 2 Stunden fahren. Also, ich schätze mal, dass wir dann heute so zwischen 7 und 8, also zwischen 19 und 20 Uhr dann in Krimmitschau sind. Ja. Bin ich irgendwann um 9 Uhr vielleicht heim. Ungefähr. Passiert. Aber da müsste man eigentlich auch sagen, das ist eigentlich genau das passende Ende für diese Woche. Ja, es ist leider so. Naja. Wird schon werden. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal und dann hoffe ich mal, dass nächste Woche etwas besser läuft.